Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ukulele und das unmögliche Versteck. Heute kehren wir zurück zu alten Leveln, die wir bereits kennen, denn wir haben dort das jeweilige zweite Kapitel, die zweite Hälfte freigeschalten. Heute mit Kapitel 5, Lichte Lichtung, gewachsen. Okay, also die Pflanzen sind da anscheinend gewachsen. Ich glaube, das betrifft das. Und dort müssen wir auch Ausschau halten nach einem Secret Exit, wie wir es aus dem letzten Part schon kennen. Denn da oben befindet sich eine Biene, die ich natürlich gerne hätte. Na dann, lichte Lichtung. Ist jetzt eh das ausgewählt? Ja. Treten wir ein. Und dann, glaube ich, haben wir noch ein anderes Level auch freigeschalten. Im letzten Part haben wir auch noch Rampo getroffen. Der hat das Wasser blockiert. Falls ihr nicht wisst, wer Rampo ist, der erste Boss aus dem Vorgänger. Aus den Steinblock-Tropen, aus dem Steinblock-Stammtropen, glaube ich, irgendwie so, war ein merkwürdiger Weltenname. Allgemein habe ich gar keine Weltennamen mehr so wirklich in Erinnerung von Ukulele. Die Namen aus Banjo-Kazooie sind da einfach viel, viel mehr sagend. Da merkt man sich halt mehr. Aber gut, ich meine, ich habe Banjo-Kazooie auch bis zum Sterben gezockt, ey. Ich weiß nicht, wie viel ich da gespielt habe. Ich glaube, kommst du mal her, Gegner? Brauch dich hier drüben. Ich glaube, ich habe schon 7 Mal oder so Banjo-Kazooie durchgespielt. Klar, dass man sich dann noch an die Levelnamen erinnert. Selbstverständlich. Ah, okay, wenn ich da B drücke, dann schleudert mich das sogar noch ein bisschen höher. Das ist praktisch, denn damit komme ich an den Kollegen hier ran, an den Fatzke. Sehr schön, na komm her, Lady. Dich brauche ich dann doch noch. Sehr schön. Ich mag die Musik wieder im Hintergrund. Und auch das Level-Setting gefällt mir. Das ist so ein bisschen Baumhausklettern jetzt. Doch, doch, das ist schön. Und jetzt geht's hier über in ein... Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt rein soll. Ist das optional? Ich glaube, das ist optional. Und hier kommt dann dieses Lianenschwingen. Okay. Upsi. Da brauche ich einen Schlüssel. Kann ich die Liane auch wieder rückwärts? Ich hoffe mal. Das sieht mir sehr Sonic-mäßig. Ja, wobei, ich kann ankämpfen dagegen. Aber sich hier wieder hochzuarbeiten, puh. Ja. Nicht so einfach. Aber es funktioniert. Aber so ein bisschen Sonic-Grinden-mäßig. Aber... Konnte ich da jetzt irgendwas machen? Habe ich einen Schlüssel schon übersehen? Ich weiß nicht, ob ich neu starten möchte. Wir gehen mal weiter. Ich meine, vielleicht schickt uns das ja jetzt eh im Kreis. Na, hier war ein Checkpoint. Ah, ich weiß es nicht. Ah, guck, wir können sogar die Seiten wechseln. Das ist ja höchst interessant. Wir können einmal nach unten und wenn wir nichts drücken, dann kommen wir automatisch nach oben. Okay, die kann ich zerstören und dann wird es hier wieder runtergehen. War das blöd? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen. Da geht's auch runter. Warte, komm mal her, Layli. Please. Oder auch nicht. Jetzt habe ich da leider die Federn verkackt deswegen. Und Layli habe ich auch nicht zurückbekommen. Genau so muss es laufen. Nicht anders. Das wollte ich auch nicht. Na komm, geh sterben. Geh sterben, da lief gerade so viel schief. Das machen wir nochmal von vorne. Schade, ich hätte die Federn gern gehabt da drüben. Die sehen praktisch aus. So muss man das nämlich machen. Dann einmal hier durchrollen. So, und jetzt einfach das nach oben schießen, oder wie? Ah, okay. Und dann wächst da ein Trampolin an der Stelle. Und wir haben die zweite Münze. Das bedeutet bis jetzt alles in Ordnung. Alles positiv. Das war blöd, glaube ich. Weil da war ganz eindeutig etwas. Das machen wir nochmal. Entschuldigung, Leute. Das machen wir nochmal. Nein. Ach, super. Da willst du einen Bereich mal nochmal machen. Ja, da komme ich nicht ran, ne? Ja, ja. Dafür hätte ich sterben müssen, um da ranzukommen. Ibidibi, Ibidibi, wie? Das geht mir zu schnell. Ibidibi. Kann ich nur mit Layli?
Wenn ich Layli hab, mich unten irgendwo ranheften an eine Liane. Ich konnte gerade die Stampfattacke nicht machen. Klar, okay, die kann ich ohne Layli wirklich nicht. Ja gut, das erklärt einiges. So, das wäre dann Münze Nummer 4, ja, weil wir die eine... Tatsächlich, ich kann nur, wenn ich Layli hab, mich unten festhalten. Okay, gut zu wissen. Wie hätte ich da... Was hätte ich da machen müssen, um da weiterzukommen? Ah, okay. Schickt uns das jetzt einmal im Kreis, bis wir den Schlüssel haben? Das wäre nice, weil dann hätte ich tatsächlich noch eine Chance, alles zu bekommen. Aber ich mag die Mucke. Fuck. Das war auch wieder dumm. Ich habe gerade nach unten gedrückt und B. Ja, ne? Wusste ich nicht, dass er dann loslässt. Wusste ich nicht. Ich war irgendwie noch so im Donkey Kong Tropical Freeze Vibe. In Tropical Freeze hält man ja einen Knopf gedrückt, um sich festzuhalten. Da hält man ja, ich glaube L oder ZL gedrückt, damit Donkey Kong sich an so einer Liane hier festhält. Deswegen war ich da noch gerade so ein bisschen in Donkey Kong drin. Ich dachte, das funktioniert schon. Ja, ist aber ein anderes Spiel. Ja. Und daran muss ich mich leider erstmal gewöhnen. Oh boy. Nicht so einfach, sich dran zu gewöhnen, nicht wahr, Ultra? Okay, können wir die Failerei gut sein lassen. Das reicht dann auch irgendwann mal. Jetzt habe ich gerade eben so schön alle Federn erwischt. Aber ich glaube, ich sollte es einfach nicht drauf ankommen lassen. In der Not einfach ein paar Federn ignorieren. Ja. Ich glaube, das ist hier wirklich die klügere Entscheidung, weil wenn ich halt blöd drücke, dann lässt er los. Das ist halt blöd. In der Not ist sich hier lieber treffen lassen, bevor man zu früh B drückt. Was ich auch gerade gemacht habe, wie ihr gesehen habt. Ja, was soll's? Genau das meine ich. Ist gerade wieder passiert. Nee, die Steuerung ist auch nicht gelungen. Ich merkte es, sie wollten hier einen Donkey Kong anknüpfen. Sie wollten dieses Tropical Freeze Feeling. Aber sie schaffen es nicht. Das ist mega schlecht irgendwie. Tut mir leid, Entwickler. Aber bis jetzt überzeugt mich dieser 2D-Plattformer weniger als der 3D-Ableger. Ja, Ich bin so ein bisschen... Ich find's nicht gut, das Spiel. Tut mir leid. Klar, es macht Spaß. Ich habe Angst, dass ihr mich falsch versteht. Das Spiel macht Spaß. Aber wenn ich die Wahl hätte, zwischen einer großen 3D-Overworld zu erkunden oder einem 2D-Jump'n'Run wie diesem hier, dann würde ich lieber das 3D, das erste Abenteuer nehmen. Weil das irgendwie dann doch besser funktioniert hat. Alles in allem. In meinen Augen. Jetzt darf ich nämlich schon wieder schneiden. Und was kann ich dafür? Eigentlich nicht wirklich was. Das Spiel hat mich nicht sterben lassen, hat mich weitergeschickt. Ja toll. Und deswegen habe ich eine Münze verpasst. Deswegen darf ich das Level nochmal spielen. Also, na, dieses... Das ist so ein Bestrafungssystem, das funktioniert halt einfach nicht. Tut mir leid. Nein. In Donkey Kong hat es sich immer so angefühlt, als wärst du wirklich schuld. Aber hier habe ich nicht das Gefühl, als wäre ich schuld. Hier habe ich mehr das Gefühl, das Spiel will Spielzeit rausholen, indem es halt sagt, ey, guck mal, ich schicke dich jetzt einfach weiter, weil, ne, ja, ist halt verkackt. Nicht mein Problem. Es ist, ach. Ja. Es ist was Besonderes. Sagen wir es so. Ich meine, wenn ich sage, es ist was Besonderes, ist es nicht falsch. So.
Wenn ich jetzt hier B drücke, dann komme ich dahin. Genau. Ja gut, bin auch ein bisschen selbst dran schuld, weil ich habe mir... Man hätte es sich ja davor angucken können. Man hätte es sich davor ja angucken können, wie es aussieht. Habe ich ja nicht getan. Und deswegen habe ich dann ja auch die Bombe verpasst und dadurch auch die Münze. Sehr, sehr schade. Na gut. Verstehe ich nicht, wie ich da rankommen soll. So schnelle Reflexe habe ich nicht. Tut mir leid, Entwickler. Gut, ich setze dann mal hier den Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder am Levelende. Alles klar. Ging recht flott. Kann man vielleicht gut benutzen, das Level, um Federn zu farmen. Aber jetzt stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage. Es gab diese Tür. Und es gibt da oben den Secret Exit. Und ich würde schon vermuten, dass dieser Secret Exit in dem Level ist. Ich guck noch mal rein. Es ist ja eh am Anfang des Levels, deswegen gebt mir kurz die Zeit. Ich habe das Gefühl, wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist es auch an der Vorderseite des Levels, also bei... Ah, ich verwechsel das gerade so ein bisschen mit... Wie heißt's? Yoshi's Crafted World. Mit Vorder- und Rückseite des Levels, aber... Ist ein bisschen verständlich. Das sind zwei Seiten des Buchs. Irgendwo ein Schlüssel. Vielleicht hier. Vielleicht habe ich hier nicht gut genug geguckt. Hier, geh auf, Kästchen. Nee. Da komme ich auch nicht mehr durch. Nee, ich habe das Gefühl... Lol. Was habe ich denn da gemacht gerade? Ich meine, da oben geht es eindeutig nicht in die Wand rein. Ich habe das Gefühl, hier soll irgendwo was versteckt sein. Was, wenn ich hier nach unten in den Rauch? Dann bin ich tot. Okay. Aber da oben waren wir ja auch. Ups, das wollte ich gar nicht. Wollte vielleicht nochmal da hoch gucken, aber... Ja, nee, ich finde irgendwie nix. Tut mir leid. Ich meine, ich kann den Gegner hier vielleicht noch benutzen, um da hochzukommen, aber da ist halt auch nichts. Das sieht jeder dahergelaufene Trottel. Nee. Da müsst ihr mir dann wahrscheinlich schreiben. Da finde ich gerade wirklich nichts. Tut mir leid. Wie viele Münzen haben wir? Ich habe 44 gesehen. Ja, okay, weil wir welche ausgegeben haben. Okay, 44 wäre nämlich eine Zahl gewesen, die nicht geht, weil... In jedem Level gibt es ja 5. 45, so gesehen. Hätte mir irgendwo eine gefehlt. Hab schon gedacht, ich wäre vielleicht irgendwo blind genug gewesen, dran vorbeizurennen. Okay, genau. Wir haben bei Dr. Putz die zweite Hälfte freigeschalten. Dann mache ich mich direkt mal dahin auf den Weg. Dann gucken wir uns heute Dr. Putz an. Da werden wir wahrscheinlich verwandelt. Kann das sein? Einschalten. Ah, nee. Oh weh, diese Maschine soll das Level einfacher machen. Diese Schufte mit ihren Grimassen sollen nur Dekoration sein. Die hat es aber eilig. Mehr Gegner? Wilder. Intergehölznetz. Oh boy. Das klingt nach viel mehr Gegnern. Ja, toll. Wir haben ja schon gesehen, was die Entwickler machen, wenn sie merken, dass das Spiel zu einfach ist. Dann schicken sie einfach einen Todeslaser hinter einem her, der nicht funktioniert mit dem Levelaufbau. Na gut. Oh boy. Oh boy. Ja.
Das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich wie der Todeslaser. Nur, dass ich diesmal mich zur Wehr setzen kann. Okay, hier kommen die, glaube ich, nicht hin. Soll ich oben lang oder soll ich unten lang? Ich weiß es nicht. Wir wollen natürlich wieder alle Münzen. Layli? Nein, Layli! Aua! Verdammt, ich darf ihm die nicht von vorne reinrennen. Okay, schön die Kisten hier zerstören. Ich glaube, wenn ich nicht alle Kisten zerstören würde, dann würden die mir auch gar nicht so gut hinterherkommen. Wie sie es letzten Endes ja tun. Na gut. Egal. Ich meine, jede Kiste könnte potenziell eine Münze sein. Bis jetzt haben wir ja noch keine Münze. Vielleicht hier? Nein, aber hier ist eine Trampolinfrucht. Da oben? Vielleicht? Ich will sie nicht verschwenden. Nehmen wir das hier. Jetzt nur die Frage, reicht das, wenn ich hier die... Verdammt, das war keine Trampolinfrucht. Dachte, es ist eine Trampolinfrucht. Schade. Das ist eine Wasserfrucht gewesen. Aber egal. Ist ja eh direkt ums Eck, deswegen no problemo. No problemo. Zack. Die kommt sogar runtergeflogen. Ist aber dummerweise Nummer 2. Als ob ich schon eine verpasst hätte. Ja, wo? Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke. Na gut, spielen wir gleich nochmal. Mittlerweile bin ich es eh gewohnt, dass ich Level 2 mal spielen muss. Da ist ein Eingang oder ein Ausgang oder irgendwas. Kann ich da irgendwie hinkommen? Ich glaube nicht. Ja, das werden wir auch zweimal spielen. Das hilft nichts. Sehe ich jetzt schon. Das läuft einfach gerade viel zu schlecht. Von den Münzen her. Durchs Level durchkommen werde ich höchstwahrscheinlich schon. So, wieder eine Wasserfrucht. Was schießt man damit ab? Ich weiß es nicht. Das habe ich super verfehlt. Oder auch nicht, denn es ist ein Trampolin. Das ist jetzt ein Trampolin gewesen. Also manchmal verstehe ich aber auch nicht, was Trampolin und was Wasserfrucht ist. Die sehen so gleich aus. So, schade, jetzt habe ich halt den Geist verschwendet. Aber ist okay. Hier kommen mir die nicht hinterher, das ist schön. So, ich brauche euch mal ganz kurz. Einen von euch wenigstens. Dankeschön. Nämlich da hoch. So. Das hätte ich gern. Sehr schön. Komme ich da durch? Nein. Was ist gerade optional und was ist richtig wieder? Ah, hier geht's durch. Das sieht mir sehr optional aus, wenn ihr mich fragt. Aber das muss halt richtig funktionieren auch. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen muss. Ja, ich komme hier so durch. Klar. Ah, danke, Layli. Dass du wieder hergekommen bist. Verstehe ich nicht ganz, nee. Das war doch sicher falsch gerade, wie ich das gemacht habe. So, wieder eine Wasserfrucht, vermute ich. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch wieder was komplett anderes. Frage ist, für was? Wir gehen mal ganz kurz hier runter. Okay. Das gibt sogar eine Münze? Ja, moin. Sehr schön. Lucky me. Lucky me. Eieiei. Okay, die war gar nicht so leicht zu bekommen, die Feder. So, da ist wieder eine Wasserfrucht. Oder eine Trampolinfrucht. Eins von beidem. Wir werden es nie rausfinden. Wahrscheinlich eine Trampolinfrucht, oder? Da oben ist eine Bombe drin. Mal ganz kurz, wenn ich da hochgehe.
Kann ich die Tür mit einer Bombe öffnen von der Seite? Ich weiß es nicht. Das ist mir gerade ein bisschen zu offen, der Weg. Ah, hier rüber mal ganz kurz. Recht offen. Aber ich bin mir recht sicher, ich will zurück. Na, verdammt. Lely, bitte, danke. Ich will da hoch. Da bin ich mir, glaube ich, sicher, dass die Bombe für da oben ist. Das bedeutet, ich muss mal ganz kurz mir Gegner holen. Ich weiß nicht, ob das eine Trampolinfrucht ist. Es könnte eine Trampolinfrucht sein. Aber ich probiere es jetzt erstmal mit einem Gegner. Nein. Nee. Das funktioniert niemals. Wie kann ich denn die jetzt ablegen? Ich renne einfach hier in den Gegner rein und versuche danach, wie panisch Lely wieder zu bekommen. Was sogar funktioniert hat. Gut. Dann hole ich mir jetzt die andere Frucht. Ja, ja. Rätselraten mit Ultra. Ja, ja. Okay, liegt noch da. Finde ich gut. Komm. Als ob du keine Trampolinfrucht bist. Als ob ich da nicht hochkomme. Das glaube ich nicht. Als ob das nicht geht. Du, 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 du. Mucke. Na komm. Geh da hoch. Wieso gehst du da nicht hoch? Okay, komm, wir gehen weiter. Ich kann das noch ein Jahr weiter so versuchen, aber das führt zu nichts. Ja, aber ich komme doch von da nicht hin. Also entweder ich habe was falsch gemacht, wo ich mir mittlerweile sogar relativ sicher bin, dass ich was falsch gemacht habe, oder keine Ahnung. Ansonsten müsste die fünfte Münze hinterm Ziel sein, aber da ist nichts mehr. Na gut, wisst ihr was? Dann gehe ich sogar nochmal zurück. Wir müssen das Rätsel jetzt rausfinden. Irgendwie muss man da hochkommen. Die große Frage ist und bleibt, wie haben es sich die Entwickler vorgestellt? Ja, nee, geh. Na, wobei... Super, jetzt habe ich auf jeden Fall verkackt. Da! Da ist eine Münze. Toll! Toll! Na gut, das heißt, ich brauche das Teil von da oben. Das kriege ich ja eigentlich eh recht einfach. 4 ist noch da? Ja, okay. Nicht, dass ich jetzt Münze Nummer 4 verloren habe. Runter. Und jetzt ist die Frage, wie öffne ich das am besten? Ich kann hier runterklettern, ne? Ja, okay. Zack. Münze Nummer 5. Dann brauche ich nur Münze Nummer 1 nachholen. Das können wir dann schön gemeinsam machen und dann gemeinsam den Part beenden, wie sich das gehört. So. Na dann, im Ziel waren wir ja bereits. Ich sammle jetzt hier noch ein paar Federn. Ich meine, wir brauchen die ja eh. Also wieso? Wieso nicht machen? Ja, vielleicht, weil hier totales Chaos sonst ausbricht wegen den Gegnern. Aber ging ja nochmal gut aus. Ging ja nochmal gut aus. Sehr schön. Das lief recht gut sogar. Sehr schön. Liebe Lil B. N. Yay, du, 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 du. Sehr schön. Damit haben wir wie viel? 12? 13? Ich weiß es gar nicht mehr. 13. Okay. Sehr schön. Na gut. Gut gemacht, Freunde.
Ihr habt die Geheimnisse der Maschine offenbar durchschaut und braucht mich nicht mehr. Direkt danach, denkt daran, ihr könnt das Level jederzeit verändern, indem ich hier den Schalter umlege. Ich gehe dann zurück zur Schiffbruchbucht und starte ein neues Forschungsprojekt. Wenn ihr den Weg nach Hause findet, besucht mich mal. Ja, ja, den haben wir schon gefunden. Das bedeutet, wir können da auch im nächsten Part direkt wieder bei ihr vorbeigucken. Aber jetzt erstmal hier nochmal rein. Denn hier fehlt ja noch Münze Nummer 1 und ich habe keine Ahnung, wo ich da suchen muss. Level spielen. Hier? Wahrscheinlich. Ah, ihr Ekelhaften. Und wegen dem Scheiß darf ich jetzt nochmal das komplette Level spielen. Ja, ich bin selbst schuld. Absolut selbst schuld. Kein Mitleid, Ultra. Kein Mitleid. Das hätte man riechen können. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hab's gesagt, wir sammeln nur noch die erste Münze gemeinsam. Das Levelende braucht ihr jetzt dann nicht auch noch sehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn's weitergeht, mit Yooka-Laylee. Das Unmögliche. Versteck. Wieder einschalten. Vielen Dank fürs Dabeisein. Daumen hoch nicht vergessen. Bis dann. Und tschüss.